Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder mal die Scoville Labor Challenge vorbereitet. Die habe ich ja damals mit dem Hannes schon gemacht. Wir sind da durchspaziert wie sonst was, weil die Soßen sind wirklich nicht so extrem scharf. Das sind Anfängersoßen, ja, sage ich mal. Und deswegen kam mir die Idee, die stehen ja bei mir offen rum und die Mama isst gern Nuggets. Vielleicht kann ich das Ganze mal dem Muttertier präsentieren und mal gucken, wie die sich schlägt. So. Das ist das Muttertier. Ich esse gern Nuggets, aber keine scharfen Soßen. Wir haben jetzt hier Nuggets besorgt für das Muttertier. Da ist eine Packung Nuggets, hier ist eine Packung Nuggets für den Ramses. Bitte schön hier. Wir haben Milch besorgt für die Mama. Dass wenn sie sagt, bei einer Stufe, das kann ich nicht, das ist mir nichts, dann brechen wir sofort ab. Schenk dir schon mal Milch ein, das ist auf jeden Fall wichtig. Das ist das Scoville Labor, die Hot Sauce, die verschiedenen Stufen. Das nehmen wir jetzt hier raus. Ich lese euch dann wieder vor. Euch. Ich schaffe wahrscheinlich noch nicht mal die erste Stufe. Ich lese euch dann wieder vor, was das ist, wie viel Scoville das hat. Denn das hier ist mein ganzes super geniales Scoville Labor. Das stelle ich diesmal aber an den Rand. Gleichzeitig habe ich gedacht, falls sie doch alle, für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie alle schafft, habe ich hier noch diese super Mary Sharps Mango Habanero, die der Zangel getestet hat, plus die Smoked Habanero Pepper Sauce, plus die Vicious Viper, plus die Fuego Jalapeno Sauce extra hot und natürlich die Mad Dog 357 mit 600.000 Scoville. Das ist Wunschdenken, das stelle ich erstmal hier drüben hin. Das Labor stelle ich jetzt auch hier zur Seite. Dann zeige ich euch gleich, welche Soßen wir haben. Theoretisch kannst du auch, wenn du möchtest, nach jedem, wer hat denn hier auf den Tisch gekleckst? Das ist doch schon wieder räudig. So, ich stelle das mal hier hin. Und das stelle ich mal hier hin, eigentlich, aber ja. So ungefähr. Genau, ich muss noch kurz hier Bauarbeiten machen und dann geht's gleich los. So, jetzt steht alles drin. Wunderbar, wunderbar. Das steht da, guck dir das an. Hier ist ein Klecks und hier steht jetzt das Scoville Labor mit dem Muttertier. So, wir fangen direkt an. Du hast deinen Teller, ich habe meinen Teller. Und das erste ist Mild Garlic, also milder Knoblauch mit 493 Scoville. Ich tue dir da direkt mal was hier auf ein. Sieht man das? Damit ich sehen, dass man das auch sieht, tue ich dir mal hier was drauf. Hey, so viel. Eine Pipette. Ach so, ich sollte immer nur einen. Okay, das ist das Mildeste. Ja, eigentlich ist das ja zum Portionieren. Das heißt, beim nächsten wirklich einen einzelnen Tropfen. Na super. Mild Garlic, 493 Scoville. Lass es dir schmecken. Nächstes Mal gibt es gar nicht. Und das Nugget ist doch so präsent. Man merkt eigentlich gar nichts von der Soße, oder? Ist okay. Deshalb kommen wir jetzt zur Sweet Jalapeno mit 563. Was eigentlich auch kein Unterschied ist. Naja, die erste 400, die 500. Ich meine, andere machen das mit 500.000. So, du hast eins. Komm, ich gebe dir zwei Tropfen. Zwei Tropfen auf deiner. Das ist ja eigentlich nur Show alles. Das heißt ja nicht, dass die so scharf ist, dass man nur einen Tropfen nehmen darf. Das soll ja, weil es ein Labor ist, so aussehen, als wäre das halt mit einer Pipette. 400? Ne, warte, 500? Ja, die Pipette ist aber nicht für umsonst da, sonst kannst du ja gleich drauf kippen. Kann ich es mir auch in die Nase schütten, kannst genau. Kannst du die halbe Flasche drauf kippen. 563. Sweet Jalapeno. Und? Ich merke keinen Unterschied. Okay. Als nächstes haben wir jetzt Bacon Cayenne. Cayenne, Pfeffer, Gänse. 607
Scoville. Mann, ist das Züge hier. Oh ja, das zieht richtig, richtig windig. Ich meine, das ist die Videogeschwindigkeit, weil wir so schnell voranschreiten. Ach so, du meinst so, ich hab den Wind. Zügig, ja, ist wieder doppelt gemobbelt. Es ist zügig. Ja, weil wir ja nicht so ist viel so reden. Hier. Wir machen ja eher. Wir reden nicht viel, wir machen ja und ziehen durch. Bacon Cayenne 607. Prost. Hast du ein bisschen den Schinkengeschmack gemerkt? Das Bacon, wie es durchkommt. Ja, ein bisschen, ja. Das schmeckt auf jeden Fall gut. Schmeckt gut, sagst du. Ich sag's ja, doch. Schmeckt gut. So, dann haben wir die Fiery Chipotle. Ja, da geht's, das sagt schon der Name, oder? Mit 710 Scoville. Irgendwie ein bisschen feuriger. Das liegt bestimmt nur, weil die Soße halt rot ist und die andere war orange und deswegen bezeichnen sie das als Feuer. Mehr ist es nicht. Das heißt, eins, zwei. Du kriegst wieder zwei Tröppel. Machen wir den Rest hier so. Gehen wir nochmal rein hier, nochmal drauf. Gleich saut wieder alles rum. Feierlich Chipotle 710. Ich merke nichts, sagt er. Genau, ich merke nichts. Wie der Hannes. Kein Unterschied, wer hier sitzt. Ja, der Hannes. No reaction, keine Reaktion. Beim Hannes ist es alles so. Leger. Ja. So, jetzt kommt der größte Sprung. Nachdem wir immer nur 100 weiter gesprungen sind, 4, 5, 6, 7, springen wir jetzt gleich 500 weiter auf 1200. Oh. Das ist nämlich die Apple Whisky Habanero, also Apfel, Whisky und Habanero mit 1240. So, kriegst du hier auf das. Bitteschön. Und den Rest hier drauf. So. Aber es sind interessante Sorten auf jeden Fall. Ich finde die echt gut so. War zwar teuer. Da ist der Whisky schon scharf. War teuer, aber so, wenn man jetzt nicht einfach nur ein bisschen würzen, geht das schon. Ganz deutlich Habanero-Geschmack. Ja, wie schmeckt denn Habanero? Das ist das, was als letztes in deinem Geschmacksnervensystem gerade übrig das bleibt. Das bisschen Schärfe? Na, Schärfe ist Schärfe, aber Habanero-Geschmack ist das Typische, was da so drin ist. Weil Apfel, würde ich jetzt sagen, habe ich nicht unbedingt geschmeckt. Nee. Whisky, keine Ahnung. Aber der keine Habanero-Geschmack. Ahnung, wie Whisky schmeckt. Wir haben ja noch andere Habanero-Soßen, da wirst du sagen, das schmeckt so wie die Apfel-Whisky-Habanero. Weil Habanero Habanero ist. Und Garlic ist Garlic. So. Und nix. Ja, ein bisschen scharf war es jetzt schon, ja, hinten nach. So. Das heißt, dann kommen wir jetzt, weil du willst ja mehr, noch immer. Von 1200 Scoville auf 3400. Um Gottes Willen. Das ist die Spicy Garlic. Wir haben nämlich schon die milde Knoblauch gehabt und jetzt haben wir die würzige Knoblauch. So. Naja. Spicy Garlic. Hier kommen zwei Tropfen, so muss reichen. Das Alpaka muss gacka. So, dieses super schöne Kinderbuch. So, nicht nachdenken, einfach rein und tschüss. Wie wenn der Dirk immer seinen Knoblauch schneidet, genau so eine. Ja? Ja, den Knoblauch schmeckst du ein bisschen so, ja, stimmt, schmeckt nach Knoblauch. Ich erzähle keine Geschichten, ne? Mhm. Aber ansonsten lässt sich aushalten, wa? Das war ja noch besser als das davor. Geschmacklich, weil es war ja kein Habanero. Und auch nicht so scharf hinten noch. Das war ja, obwohl es schärfer ist. Komisch. Da ist bei der Mande wirklich wahrscheinlich der Whisky, der brennt. Ja. Dann kommen wir jetzt von 3400 auf 3500. Hä? Das ist ein kleiner Umschwung. Kickin Jalapeno. Also eine tretende. Eine tretende Pfefferone. Jalapeno ist nicht meins. So, das ist wieder grün, weil das ist ja typisch Jalapeno. Mm. Ne?
da kommt eine ganze Propfer raus. Das ist bestimmt jetzt nicht so gut. Aber sieht gut aus, weil ist ja grün. So. Die Hulk, die Hulk-Maß. Bitteschön. Und? Naja, hab's mir schlimmer vorgestellt. Hab's mir schlimmer vorgestellt. Deswegen kommen wir von 3.500 auf 6.200. Siehst du, vorhin ist ausgerastet, jetzt hat sie schon gar keine Angst mehr. Habanero Heat. Nachdem wir schon mehrere Garlics hatten und mehrere Jalapenos, haben wir jetzt Habanero. Und jetzt wirst du diesen typischen Habanero-Geschmack merken bei Habanero Heat. Das wäre ein guter Name, hä? Ey! Habanero Hess. Ist das nicht ein Name für Kinder? Eins. Oh, jetzt habe ich 3 drauf gemacht. Auch nicht erfreulich. Ja, warte, ich bin ja gleich da. So. Theoretisch kann man das Fläschchen auch öffnen und einfach trinken, ja, weil klar. Das ist wie ein Ingwer-Shot. So, Habanero Heat 6200. Typische Habanero-Note. Weiß jetzt, was ich meine mit Habanero, dass das... Es hat halt so seinen eigenen Geschmack, so ganz typisch immer, wenn der Habanero dabei ist. Aber geht. Dann kommen wir von 6.200 zu 8.700 mit der Extreme Habanero. Ach nee. Oh. Schon wieder Habanero. Schon wieder Habanero und auch noch Extreme. Das heißt, eigentlich müsstest du auch Samyang-Nudeln essen können, weil die sind ja nur bei... Nee, ich habe das schon mal probiert, die kann ich doch nicht essen. Die sind ja nur bei 4.400, das heißt, wir sind schon weit drüber. Das Problem ist irgendwie diese Soßen, da steht zwar was drauf, aber das merkst du nicht. Und die Samyang-Nudeln, die fühlen sich an wie 100.000. Ja, klar. Und ich weiß nicht warum. Die 3 Millionen, ja. Die sind halt... Aber gut, es ist, die Samyang-Nudeln sind ja einfach so scharf, komplett alles. Und hier. Ja, weil das alles vermischt ist. Hier hast du ja nur diesen einen kleinen Tropfen, wo was drin ist. Und deswegen. Bei den Nudeln, da machst du ja die ganze Flasche drauf. Breitet sich das gar nicht so aus. Extreme Habanero 8700. Was auf der Zunge. Ja, auf der Zunge. Und das ist Habanero? Das ist extrem. Das ist extrem. Habanero war ja die ganze Zeit, aber jetzt hast du extrem auf der Zunge. Ja, das ist auch extrem auf der Zunge, das stimmt. Ja. Aber geht noch. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Endboss von Tim Scovilla Boar. Und das ist die Ghost Pepper. Oh. Mit 11.300. Ach du meine Güte. Und damit bist du eigentlich schon fast bei Too Spicy, weil Too Spicy, nee, warte mal, Too Spicy haben 8.000 und Three Spicy haben 12.000, aber diese 11.000 wirken nicht wie 4.000 von normalen Samyang-Nudeln, ich versteh's nicht. Sondern? Aber ich muss es ja auch nicht verstehen. Wie reden sie denn? So, das heißt, das du kriegst jetzt hier wieder 1, 2, wir tun mal den Rest hier so. Oh, wie machst denn du da drauf bei dir? Den Rest? Da. Oh, nee. 11.300 Ghost Pepper. Boah. Geist. So. Geister. Wir hätten das so auf dem Löffel probieren müssen, alles. Die Nuggets nehmen alles raus. Das stimmt. Das stimmt, wenn die nicht wären, also die schmecken ja gut, ne? Und die ist richtig, ja. Also geht, oh, ja. Geht. Damit ihr mir, hätte das sein können, ich habe die ganze Zeit dieselbe Soße genommen, immer wieder die erste oben, aber nee, wir sind jetzt alle durch. Habt ihr gesehen, die hatten unterschiedliche Farben, das war auch die letzte hier unten. Das ist also alles... Ein bisschen auf der Zunge wieder hinterher und so, aber naja.
Also Ghost Paper 11.300 geschafft. Und deswegen habe ich ja gesagt, guck mal, du hast noch 3 Nuggets übrig. Ich habe auch noch 3 Nuggets übrig. Dann kann ich dir mal vom Zankel getestete. Der hat ja schon komisch ausgesehen. Mary Sharps Mango Habanero Pepper Sauce. Die hat ja nur 2 von 5 bei Schärfe. Dann kommen diese, ich habe ein angebranntes Beutel inhaliert. Nee. Smoky mit 3 von 5. Und welche, wo Leute drauf schwören, die Vicious Viper. Und das wäre für dich heute der Endboss, weil die hier, da kriege ich schon immer Probleme und davon hat mir die Zunge gestern gebrannt und die Mad Dog, die müssen wir ja aufheben. Wir haben ja nur noch 3 Nuggets, deswegen. Das kann ich ja gar nicht. Und außerdem, wir probieren dich jetzt mal kurz noch aus. Wieso, der Zankel hat aber immer ein bisschen komisch geguckt, oder? Ja, bei denen, diesen kleinen Soßen, hat er einfach gesagt, das ist aber lecker. So, ja. Du kriegst jetzt also die Mary Sharps Mango Habanero Pepper Sauce. Mal aufpassen, das ist nämlich immer sehr flüssig. So, da hast du einen kleinen Tropfen jetzt. Mal gucken, ob du was Fruchtiges merkst bei der. Ach, übertreib's doch nicht. Hui, Mango Habanero. Ich merke nur Nuggets. Ja. Die sind so extrem paniert. Extrem Panade dran. Das schmeckt ja noch weniger scharf als das andere. Vielleicht hat die ja auch nur 5000 oder so. Also die, ja. Und deswegen will die Mama weiter zur Special Edition Mary Sharps Smoked Habanero. Ach, dieses. Ich habe es einmal aufgemacht letztens und gesagt, rieche mal. Dieses Rauchige, ne? Der Rauch. Da ist schon wieder ein Gebäude abgebrannt, ja. Und dann bist du durchgelaufen. Das stimmt. Dann hast du. Au! Oh, hast du diesen Geruch gehabt und deswegen kann man den jetzt. Also, wenn man das riecht schon, dann möchte man es ja gar nicht essen. Es reicht! Ah, du kriegst. Oh, bitteschön. Einmal da und. Das geht komischerweise ganz schlecht raus, weil es irgendwie immer so fest ist. Du tust das hin. Da kommen immer halb die Brocken mit raus. Obwohl auf der anderen Seite kann man es dadurch auch ganz gut machen. So, Smoked Habanero Pepper Sauce Mary Sharps Special Edition. Oh, echt. Nee, wer sowas isst, oh, nee. Aber auch Schärfe neben dem ekligen Geschmack? Nee, eigentlich nicht. Also bis jetzt noch nicht, vielleicht kommt es noch. Ich meine, nee, eigentlich ein bisschen vielleicht, so wie vorhin. Wenn du willst, kann ich auch einfach dich aber die Vicious Viper probieren lassen und die Mad Dog. Nee, weil da gebe ich dir noch, nee, da geb ich dir noch einen Nugget von mir ab. Nein, die Mad Dog brauche ich nicht. Um Gottes Willen. Seh, das ist nicht, das ist zwar nicht vererbbar, dass wenn sie gut scharf ist, es auf mich übertragen wird. Aber es ist rückverkoppelbar, dass wenn ich anfange scharf zu essen, sie es plötzlich auch ab kann. Deswegen haben wir als letztes hier. Das muss nicht sein. Hot Sauce. Alter, da habe ich ja Angst. Vicious Viper. Das war die 3. Soße, die wir beim Zangel in dem Video hatten. Da kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Bei manchen war die der Endgegner, bei anderen war das die 3. Was? Und die hat er in einem extra Video auch nochmal so gezeigt. Boah. So, dann kriegst du jetzt die Vicious Viper. So, das sind trotzdem 2 Tropfen für dich und für mich auch. Du sagst gar nichts mehr, wie Vizcovilli hat oder so? Oder steht weil es nicht drauf steht bei denen, das ist halt immer das. Das haben sie aber gut gemacht, sehr schlau. Da sind halt nur 5 Stufen und da steht 2 und dann 3. Und hier steht halt leider, glaube ich, nichts. Mit Habanero, Chili, Chili-Extrakt, Tomate, Senf, Papaya, Guava, Ananas, Banane, Wasser, Chili, Zucker, Maracuja. Chili. Als Soße zu verwenden, ja? Als was denn sonst? Als Gleitmittel oder wie? Das verstehe ich nicht. Na gut, wenn ich das jetzt habe, dann trinke ich erstmal hier Milch. Ich glaube, er hat gemeint, die wäre mit 200.000 ausgeschrieben, hat aber seiner Meinung nach weniger, vielleicht 150.000 oder so. Also probier's mal. Es müsste auf jeden Fall die schärfste sein von allen. Aber keine Mad Dog. So, dann hier der 600.000. Prost. Extra Hut steht da drauf. Extra Hut. Nee, das ist ja die da. Nee, dieses. Ach. Hm.
So, jetzt kommt's. Jetzt kommt's auf der Zunge. Ja, das müsste sich theoretisch jetzt überall ausbreiten, so ein bisschen, dass die ganze Mundhöhle ein bisschen feurig wird und ja, es wird ganz sich auf die Schleimhäute legt und an die Wangen, auf die Zunge. Ja, das ist so ähnlich wie gestern, wo ich diesen kleinen Tropfen da hatte. Ja, es fängt an hinten. Oh, ich muss mal Milch trinken, darf ich? Na klar. Nee, das ist. Meinetwegen hättest du auch nach jeder Soße Milch trinken können, zum Neutralisieren, dass dann die andere wieder richtig schmeckst. Ne? Nö, aber das seht ihr, die Mama ist da gut durchgekommen. Das hätte sie bestimmt selber gar nicht gedacht, dass sie das ganze Scoville-Labor wegstirbt. Hat sogar noch die Mary Sharps getestet und hat die Vicious Viper getestet. Ja, kann natürlich sein, dass es ihr trotzdem heute dann schlecht geht nicht oder so gut geht und sie dann auch Bauchschmerzen hat und alles, weil sie verträgt eigentlich wirklich gar keinen Schaf und isst. Nee. Gestern haben wir eine Pizza bestellt, da war eine Scheibe von einer abgeschnittenen Jalapeno irgendwo am Rand. Hat sie draufgebissen, sofort haben die Augen gedreht und hin und her alles. Also deswegen habe ich ja schon meinen feuchten Lappen dabei. Da muss sie sich immer die Augen dann auswischen. Ja, das ist schlimm. Aber wie die Wischen von der Weiber. Das brennt wirklich richtig innen drin. Überall. Wenn ihr nochmal wisst, wie viel die Vicious Viper hat, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin stolz auf dich, dass du so weit durchgehalten hast und auch die noch probiert hast. Und beim nächsten Mal trinkst du dann die Maddox auf Ex. Ne? Genau, das wär's. Das wird nie passieren. Okay. So, dann Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Muttertier. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Dabeisein.